Hi, Kratte hier. Es ist mal wieder Zeit für den Wahnsinn der Woche. Und auch dieses Mal habe ich wieder vielfältige Errungenschaften für euch mitgebracht, die im Trubel der Woche nicht untergehen sollen. Da die Woche übrigens so vollgepackt war, also privat und teamtechnisch, werde ich das in zwei Teile aufteilen. Na gut, und weil mein Gurkenrechner bei zu langen Videos weint. Also, bleibt dran! Na, dann geht's mal los. Assalamu alaikum, ya Shabab. Neue Woche, neues Propagandavideo. Was für Ideen habt ihr? Befassen wir uns mal ganz fix mit Tierliebe. In dem Fall mit dem besten vierbeinigen Freund der Deutschen, dem Hund. Auf dem Hund gekommen. Oh Gott, mal schauen, wie ich das Kind gerecht verpackt bekomme. Okay, also. Besitzerin mit Waffe bedroht. Mann will schnackseln mit Hund und fragt nach Kaki. Kurz darauf sprach der Unbekannte eine zweite Gassigängerin an. Ein unbekannter Mann sprach im Landkreis Gießen eine Hundebesitzerin während der morgendlichen Gassi-Runde an. Dies mit vorgehaltener Knallpeng, weil er innig und leidenschaftlich mit ihrem Hund ein wenig Liebe machen wollte. Ein kleiner Romantiker eben. Erinnert mich fast ein wenig an Susi und Strolch. Die eingeschüchterte Frau kam den Forderungen des menschlichen Strolches kurzzeitig nach, bis es ihr zu viel wurde. Der unbekannte Mann forderte danach noch ein wenig Kaki vom Hundi, um sich einen entspannten Tag zu machen. Lecker Schmaggifatz. Ekelhaft. Noch am selben Tag ereignete sich ein ähnlicher Fall. Wieder konnte ein unbekannter Mann den zotteligen Lenden eines Hundes nicht widerstehen und forderte ein, sich mit dem Hund vergnügen zu dürfen. Leider war die Hundehalterin allerdings so intolerant und überhaupt nicht großzügig, dass sie laut schrie und Hilfe verständigte, weshalb der arme Mann die Flucht ergriff. Hier merke ich übrigens wieder, wie wertvoll Satire sein kann. Ich glaube, würde ich auch nur im Ansatz das sagen, was ich gerade denke, wäre das vermutlich mein letztes Video. Naja, eine positive Sache habe ich aber noch. Also unironisch, die vermutlich vorbildlichste Täterbeschreibung, die ich dieses Jahr gesehen habe. Etwa 30 Jahre alt, 1,80 Meter groß, hellhäutig, sportliche Statur, blaue Augen, entweder komplett schwarz gekleidet oder mit einem Kapuzenpullover, der bis über die Nase gezogen war, aufgesetzte Kapuze, außerdem eine Art Arbeiterhose mit Seitentaschen. Schwarze Lederstiefel oder Arbeiterstiefel. Möglich ist laut Polizei auch, dass er eine hellgraue Softshelljacke und ein blaues Halstuch vor der Nase trug. Er sprach akzentfrei Deutsch. Okay? Solche Täterbeschreibungen wünsche ich mir bitte immer. Jeden Tag und überall. Egal. Also, hoffen wir mal ganz ohne Satire, dass man den Typen schnell findet und Bellos keine Domplattenerfahrung mit solchen Menschen machen müssen. Denn wenn einer frei von Schuld ist, dann sind es liebliche, kleine VWs. Nachdem ich letzte Woche schon die hervorragende Zusammenarbeit mit der Schweiz und der Migrationspolitik gelobt habe, ja, naja, weil wir den Reichtum dieser Welt so selbstlos von unseren Nachbarn geschenkt bekommen, so möchte ich auch in der Woche einen kurzen Schwenk in die Schweiz machen. Denn das ist nun mal ein Geben und Nehmen, ein gegenseitiges Bereichern. Die oftmals als konservativ verschriene Schweiz lernt nämlich von uns, was es bedeutet, progressiv zu sein. Denn das Lorraine-Bad in Bern, ich spreche den Namen komplett falsch aus, weil Lorraine ist Englisch und ist egal, ich nenne es jetzt jedenfalls Lorraine, also, oder Laurent, ach egal. Das Lorraine-Bad Bern, eines der ältesten Flussbäder der Schweiz, wird endlich für eine moderne Welt, die dem heute gerecht wird, vorbereitet. Da scheint man sich bei uns abgeschaut zu haben, was die Zukunft bringen wird. Zunächst einmal wird endlich das starre zweigeschlechtliche Konstrukt auf Vordersternchen Mensch gebracht. Schön. Denn der Frauenmontag der Sauna des Lorraine-Bads wird nun zum Flintertag. Ihr wisst nicht, was das ist, ihr rückständigen Barbaren? Ja gut, wusste ich bis gestern auch nicht, also teilweise checke ich immer noch nicht genau, was das sein soll, aber das ist nicht so schlimm. Jeder Tag gibt uns die Chance, etwas dazuzulernen. Naja, und wir wollen uns ja nicht mit irgendwelchen lauten Twitterblasen anlegen. Oder vielleicht doch? Egal. Denn von nun an werden sich Cis-Frauen nicht mehr in ihrer Einöde abgrenzen und exkludieren. Die Sauna wird jetzt bunt. Denn auch Lesben, die sind auch Frauen. Egal. Intergeschlechtliche, nicht-binäre, Trans- und A-Gender sind nun ebenfalls eingeladen. Also vermutlich auch B- und C-Gender. Keine Ahnung, was das sein soll. Jedenfalls freue ich mich auf den Flintertag. Sollte ich an einem Montag mal in Bern sein, dann schaue ich als P-Gender auch dort gerne einmal vorbei. Aber damit nicht genug, denn der krude Gedanke, dass bestimmt
bestimmte Personeninnengruppen ungestört Freizeitspaß im Freibad erleben wollen, ist dann doch gar nicht so abwegig. Die Frage nur, wer das für sich in Anspruch nehmen darf. Denn das Lorrainebad soll für 16 Millionen Franken saniert werden. Im Berner Stadtparlament kam dabei dann heraus, dass in dem ganzen Zuge der Sanierungsarbeiten queere Liegeplätze entstehen sollen. Das klingt so schön. Also gut, ein bisschen verwirrend ist es schon, weil jetzt ist Exkludieren dann doch wieder in, aber naja, ich lerne ja auch noch. Jedenfalls ist dieser Bereich dann exklusiv für TINFA-Personen vorgesehen. Jo, und wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist das quasi das gleiche wie Flinter, nur ohne Lesben oder so. Was jetzt eigentlich gar keinen Sinn mehr ergibt. Egal. Wie gesagt, ich lerne ja noch. Die Begründung ist jedenfalls, dass sogenannte TINFA-Personen Unwohl dabei verspüren könnten, sich den Blicken und Belästigungen aller anderen Menschen ausgesetzt zu sehen. Was ich natürlich nachvollziehen kann, das klingt für mich wirklich nach dem Safe Space von morgen. Denn, weiß ich nicht, Hashtag Feminismus und so. Vielleicht werde ich die liebe Bijan Tavassouli auch einfach mal anschreiben und fragen, ob wir da nächstes Jahr oder im Sommer einfach mal zu Besuch hingehen werden. Wir werden sehen. Befassen wir uns mit Wuppertal und einer Geschichte, die mich ein wenig neidisch macht. Denn das autonome Zentrum in Wuppertal darf bereits von den Früchten seiner Arbeit naschen. Ein gerechter Lohn aller Mühen, aber der Reihe nach. Der Rat der Stadt Wuppertal hat sich dafür entschieden, die Stadt noch ein wenig diverser zu machen und ein Refugium der Liebe, Toleranz und der religiösen Spiritualität zu schaffen. Und wen bitte könnte das mehr erfreuen als eben die linksalternative Szene, oder? Die Freude scheint jedenfalls riesig zu sein. So veröffentlichte das autonome Zentrum Wuppertal auch direkt freudig sein Statement, als sie davon erfahren haben. AZ, also Autonomes Zentrum, bleibt an der Garte. Bündnis Garte für alle. Zur Entscheidung für die DITIB-Moschee an der Garte in Wuppertal. Schön. Freut mich, dass Garte für alle nicht einfach nur ein plumper Slogan bleibt. Garte ist übrigens die Straße, in der das autonome Zentrum zu finden ist. Wenn ich nach dem Namen google, finde ich einige Artikel zu Peng Peng, Schlitzi-Stich, gruppendynamischen Prozessen und Einzelfällchen. Also eine schöne, progressive Gegend mit Wettbüros, Halal-Leckereien, Fitnessstudios, Barbershops, Spätis, Telecafés und so weiter. Nice. Also scheint die Garte in der Tat ein Hort der Zusammenkunft zu sein. Quasi der Punkt, an dem sich das linksautonome Paradies mit dem religiösen Paradies Jeanna zu vermengen scheint. Da wird mir richtig warm ums Herz. Hier ein paar Bilder, damit ihr erahnen könnt, welch Hort der Liebe dort zu sein scheint. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum die ganzen linken Safe Spaces nach einem Mix aus Mad Max, Favelas und Banlieues aussehen, ihr stellt die falschen Fragen, ihr hetzende Innen. Auf die inneren Werte kommt es an. Aber egal. Nun kommen wir zum Schönen von alledem. Das linksautonome Zentrum bekommt eine einmalige Gelegenheit, ein Wuppertal für alle zu schaffen. Also für alle außer ihn selber. Denn das autonome Zentrum, das soll jetzt weg, zugunsten einer wunderschönen, prächtigen Moschee. Allahu Akbar, ist das schön. Ja, denn jedenfalls soll jetzt da, wo das autonome Zentrum steht, eine DITIB-Moschee gebaut werden. Dafür reißt man dann das autonome Zentrum ab. Ja, schade oder gut, weil ist ja vielfältig. Weiß ich nicht. Jedenfalls gab die Stadt nun im wahrsten Sinne des Wortes grünes Licht für den Bau der Moschee. Und schon 2025 soll es losgehen. Und auch das autonome Zentrum scheint hellauf begeistert zu sein, dass es nun Teil dieser städtischen Transformation sein darf. Denn immerhin spiegelt diese Transformation ja exakt das wider, was man permanent fordert. Und darum finde ich das einfach so schön. Hashtag Alerta. Naja, jedenfalls finden die das alles so schön, dass sie jetzt ankündigen, für massive Proteste zu sorgen. Aber vermutlich Proteste der Freude. An anderer Stelle las man beispielsweise von Jubelpartys, die in der ganzen Stadt befürchtet werden. Ach, das ist so schön, wenn Menschen für ihren jahrelangen Einsatz endlich belohnt werden. Da könnte ich wirklich ein wenig neidisch werden. Einige behaupten zwar, die finden das gar nicht so knorke, was ich aber nicht glaube. Bin der Meinung, die freuen sich darüber, Teil dieses Kulturwandels sein zu dürfen. Ja, außerdem würde ja auch alles andere den vermeintlich Falschen in die Hände spielen, ne? Von daher haben die das gut zu finden. Egal, darauf erstmal ein schönes, kaltes Sternburg mit Ayran und einer wunderschmackigen Dattel. Er macht das so. Subhanallah. Kommen wir mal wieder zur letzten Generation. Von denen hatten wir ja lange nichts mehr. Es wird also mal wieder Zeit.
Damit das nicht untergeht, am 31. Oktober letzten Jahres kam es jetzt zu einem Unfall mit einer Radfahrerin und einem LKW in Berlin. Zeitgleich verursachten die lieben Aktivisten der letzten Generation einen Stau, weshalb ein Spezialfahrzeug nicht zur Unfallstelle fahren konnte, um die Frau zu bergen. Deshalb entschied man sich notgedrungen, die Radfahrerin, namentlich Sandra Uhmann, anders zu bergen. Also quasi auf die rabiate Methode zu befreien. Leider verschied Sandra Uhmann wenig später. Einige Medien berichteten zunächst noch sehr pietätvoll davon, dass sie gar nicht tot, sondern lediglich hirntot wäre. Was quasi äquivalent ist, aber wie böse Zungen behaupten würden, ein wenig schmälern sollte, dass der künstlich verursachte Stau hier zu einem Opfer geführt hat. Denn der Unterschied, über den Ganges gegangen oder über den Hirnganges gegangen zu sein, ist quasi nur für die Entnahme von Organen relevant. Naja, wie auch immer, befassen wir uns mal mit dem aktuellen Upsi der letzten Generation. Ein bekannter Klimakleber aus Dresden, nämlich der 41-jährige Christian Bleuel, äußerte sich nämlich zu einem überschneidenden Thema. In einem Videointerview erklärte er, dass solche Upsis durchaus einkalkuliert sind. Verständlich. Was interessieren schon einzelne Upsis, wenn unsere gesamte arme Erde verglüht? Naja, und so ein Klimakipppunkt kommt manchmal auch schneller, als man glauben möchte. Aber gut, schauen wir einmal, was der liebe Christian so zu sagen hat. Eine Sache, auf die ich immer so zumindest im Hinterkopf mental vorbereitet bin, ist, dass in unserem Stau jemand stirbt. Also gerade durch einen Unfall am Ende des Staus könnte es natürlich sein, dass da wirklich Menschen sterben. Und das wäre wahnsinnig schwer zu ertragen. Aber es ist etwas, was wir zumindest ein Stück weit auch riskieren müssen. Also die Frage ist ja, was ist besser, nicht zu protestieren und zu akzeptieren, dass wir ins Fossile weiter so gehen? Oder etwas zu versuchen, was die Gesellschaft transformieren könnte, was uns dazu bringen könnte, dass wir die Klimakatastrophe bremsen? Na, da freut's mich ja noch mehr, dass über Umwege etliche Abgaben bei den Klimaaktivistierenden landen. Sehr schön. Die letzte Generation übrigens distanziert sich nun davon. Klar. Ja, ist auch nicht die beste Werbung. Also wollen Sie mit den Konsequenzen, welche Sie täglich durch Ihren unfassbar wichtigen Aktivismus provozieren, nichts zu tun haben und distanzieren sich jetzt davon. Naja, also nämlich Staus verursachen und den Verkehr lahmlegen. Dabei verweisen Sie auf Ihr tolles Sicherheitskonzept. Demnach wären die Aktivistierenden in der Mitte der Straße nicht festgeklebt, so dass man immer eine Rettungsgasse bilden kann. Naja, dumm nur, dass Autofahrer, also insbesondere die Hinteren, die gar nicht die Aktivisten direkt sehen, gar nicht wissen können, dass hier nun ein künstlicher Stau entsteht und so dadurch Verzögerungen ja automatisch entstehen müssen, die dann bei einem Notfall dazu führen können, was der gute Christian offen anspricht. Nämlich bedauerliche Einzelfall-Upsis, die aber fürs Klima und die Klimagerechtigkeit nun einmal in Kauf genommen werden müssen. Und naja, wenn wir uns nun die Bilder der tatkräftigen Weltretter anschauen, dann sieht es fast so aus, als ob das nicht mal stimmt mit der Rettungsgasse. Naja, liegt wahrscheinlich am Blickwinkel oder wie in diesem Video hier zu sehen ist, wenn die Polizei erstmal mithelfen muss, die Straße freizuräumen. Hashtag Rettungsgasse. Alter, guckt euch das an. Es ist mal wieder Zeit für die Oscars. Die haben mich früher zwar nie interessiert, aber seitdem auch die was für Vielfalt tun, bin ich natürlich immer gespannt mit dabei. Denn seit einigen Jahren sollen die Oscars ja divers sein. Das hat auch schon gut geklappt, so dass sich die Oscars nur noch an die Event- und Partyszene ausgerichtet haben. Wunderbar. Davon bleibt auch S. Elenski nicht verschont. Denn der darf laut Medienberichten nicht auf den Oscar sprechen, weil beide Konfliktparteien weiß sind. Und damit sind die Diversitätsstandards leider nicht erfüllt. Naja, schauen wir mal auszugsweise, was der Tagesspiegel dazu sagt. Weil beide Konfliktparteien weiß sind, S. Elenski erneut nicht bei den Oscars eingeladen. Seine virtuelle Tour durch die wichtigsten Events der Filmbranche wird S. Elenski wohl nicht bei den Oscars fortsetzen. Über die Begründung wird spekuliert. Eine eigene Begründung für die Ablehnung legt die Academy selber zwar nicht vor, aber die US-amerikanische Zeitschrift Variety, ich nenne sie jetzt einfach Variety, beruft sich auf anonyme interne Quellen. Demnach soll Will Packer, der Produzent der ganzen Veranstaltung, dagegen gestimmt haben, weil internationale Krisen außerhalb der westlichen Welt ebenfalls nur eine geringe Aufmerksamkeit erhalten. Zudem seien eben beide Konfliktparteien weiß. Tja,
doof gelaufen. Mit ein bisschen mehr Blackfacing oder mehr afro-ukrainischen Auslandsstudenten hätte es eventuell geklappt. Im letzten Jahr gab es auch nur eine Schweigeminute und das wird sich dieses Jahr dann eventuell wiederholen. Daneben beschwerte sich auch der Außenminister darüber, dass im Westen nichts Neues bzw. All Quiet on the Western Front nominiert ist und sogar den Oscar für den besten ausländischen Film bekommen kann. Die Bühne bei den Oscars aber ansonsten für das Thema verschlossen bleibt. Das Ganze bezeichnete er als Heuchelei. Laut der Variety kann die Absage aber auch allgemein damit zusammenhängen, dass die Oscars noch nicht divers genug sind, denn dort stehen nun marginalisierte Gruppen als auch eine Art Frauenquote auf dem Plan. Tja, inwiefern man die Oscars politisieren sollte, darf jeder für sich selber entscheiden. Ich hoffe aber natürlich, dass im kommenden Jahr nur noch Gender, Diversity und Quote behandelt werden. Und natürlich auch, dass alle gewinnen, denn Wettstreit, Sieger, Verlierer und solche Dinge, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Naja, wir werden sehen. Freizügig geht es weiter, denn in Berlin fragte man, wollt ihr den totalen Badespaß? Und dies wurde tosend bejaht. Aber der Reihe nach. All Brüste matters, denn die weibliche Brust wurde nun in Schwimmbädern für Berlin befreit. NZZ. In Berliner Schwimmbädern dürfen ab sofort auch Personen mit weiblich gelesener Brust oben ohne schwimmen. Dass das für rauchende Köpfe sorgt, ist eine Blamage. Naja gut, vermutlich nicht nur für rauchende Köpfe. Das ist haram. Aber okay. Die neue Bäderordnung wurde bis nach UK berichtet. Eine Sensation. Noch im letzten Jahr war es für Frauen nämlich in Schwimmbädern verboten, sich oben ohne zu zeigen. So verklagte eine Frau zum Beispiel den Bezirk Treptow-Köpenick, weil sie aus einer Kinderplansche geworfen worden ist. Daneben gab es noch einen weiteren relevanten Fall. Polizeieinsatz wegen Badehose. In der Hausordnung der Berliner Bäderbetriebe steht schon lange, wer sich in einem der 56 Schwimmbäder aufhalten möchte, habe dafür handelsübliche Badebekleidung zu tragen. Dass Frauen Badeanzug oder Bikini tragen müssen, während Männer zur Badehose greifen sollen, steht dagegen nirgends im Reglement. Dafür umso deutlicher ausbuchstabiert in vielen Köpfen. Das zeigt ein Vorfall vom vergangenen Dezember. Ja gut, auch wenn man sich jetzt die Frage stellen könnte, warum die Frau jetzt unbedingt eine Männerbadehose gebraucht hat, anstatt ihre Bikinihose zu tragen, wenn es denn doch um die oben ohne Regel geht. Ja gut, egal, am besten nicht hinterfragen. In der Schwimmhalle Kaulsdorf zog eine 33-jährige Berliner Rettungsschwimmerin ihre Bahn, bekleidet mit einer handelsüblichen Badehose, die Brüste bar. Damit brachte sie das Becken zum Überschwappen. Die Tatsache, dass sie oben ohne schwamm, löste einen Polizeieinsatz aus. Der Polizist hat mich gefragt, mit welchem Geschlecht ich mich identifiziere. Als ich weiblich sagte, hieß es, dass ich deshalb ein Oberteil tragen müsse, erzählte die Rettungsschwimmerin Lotte Mies später der Bild. Ja, gut, also ich würde das nie tun, aber ein rückständiger Mensch könnte jetzt nun die Frage stellen, ob die gute Lotte, die ja offensichtlich eine Frau ist, damit durchgekommen wäre, wenn sie gesagt hätte, dass sie sich als Mann identifiziert. Ja gut, aber auch hier egal. Jedenfalls wandte sie sich an die Landesstelle für Gleichberechtigung. Ihre Entscheidung teilte man dann jetzt am 8. März mit und was war? Sieg für die Brüste. Also ein Sieg für als weiblich gelesene Brüste. Mal schauen, wann sich dazu jemand einen Skandal ausdenkt. Naja gut, jedenfalls haben wir in Berlin jetzt erst einmal eine tolle Badelandschaft. Vom Bikini bis zu freien Nippeln ist jetzt alles okay. Ja, das kann auf jeden Fall nur gut ausgehen. Eine schöne Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für Security, Polizei und Friedensrichter. So gab es die Möglichkeit, oben ohne zu schwimmen, nämlich bereits letztes Jahr in Göttingen und Siegen. Dort gab es massive Beschwerden. Es wurde sogar mit einem Mockanschlag gedroht. Das war jedenfalls für viele ein nicht hinnehmbarer Skandal. Also nicht das Amok-Ding, sondern die freien Brüste. Dass Siegen, inshallah, übrigens in Nordrhein-Westfalen liegt, ist dabei natürlich nur ein Zufall. Jedenfalls scheint der Protest gegen entblößte Bubsis größer zu sein als gegen verhüllte Frauen in Bikinis. Wie auch immer. Also jedenfalls liegt das wohl daran, dass die patriarchalen Strukturen auch bei uns im Westen noch abgestreift gehören. Hi! Okay. Ja, schade, ein wenig exkludiert fühle ich mich da schon, dass man genau dann hier in dem Kontext ein Bild aus den 70er Jahren in der DDR zeigt, aber okay. Ein aktuelles Bild aus Berlin, Nordrhein-Westfalen, Bremen oder Hamburg hätte unsere offene Gesellschaft viel akkurater abgebildet. Also, ich meine wegen der patriarchalen Strukturen der Deutschen, aber gut, dafür bin ich ja da.
Naja, mal schauen, was dazu noch kommt. Erst einmal heißt es, Bupsis raus und rein ins kühle Nass. Und zur Not findet man sicherlich noch ein paar Erklärbildchen im Keller. Ja gut, wie auch immer, ich werde jetzt erstmal ein Therapiezentrum für Hunde ins Leben rufen, gerne Abo, Like oder Kommentar da lassen und jede Menge weiterer Themen kommen, sobald ich es schaffe, im zweiten Teil. Daneben hoffe ich die Tage auch andere Projekte fertigstellen zu können. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, ciao.